Grit Böttcher, Vollblutkomödiantin. An der Seite von Harald Junke als ein verrücktes Paar, unvergessen. Hat doch alles prima geklappt. Ne? Prima. Und das Essen fabelhaft. Das Talent gibt Grit Böttcher weiter. Tochter Nicole, ein Marienhofstar. Nach Drehschluss spielt bei beiden die Familie die Hauptrolle. Frau Böttcher, wann haben Sie zum letzten Mal Angst um Ihre Tochter gehabt? Wohin? Passiert das so regelmäßig? Ja, eigentlich. Warum haben Sie Angst gehabt um Sie? Was? Ich habe den Hang zu Unfällen. Ja, ja, oder hat es auch schon weitergegeben. Vorhin, als wir hier ankamen, da hat sie einen Anruf vom Kindergarten gekriegt, dass die Kleine sich geklemmt hat. Und da weiß man natürlich hier nicht, wie schlimm ist es, ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich dreht sie mir jetzt nicht durch. Haben Sie häufig, also da geht es jetzt um Ihre kleine Tochter, die mittlerweile 3 Jahre alt ist, stimmt das? Drei. Aber es geht ihr gut. Es geht alles bestens, Finger nicht so ganz, dann wären Sie auch eine Rabenmutter. Das hätten wir auch gar nicht zugelassen. Nein. Wie häufig haben Sie denn Angst um Sie gehabt, als Sie Kind war? Als Nicole klein war? Ja, da habe ich mir gesagt, ich darf nicht eine zu vorsichtige Mutter sein, weil dann passiert viel mehr. Mhm. Also ich habe mich, wenn ich merke, es ist eine brenzliche Situation, habe ich mich lieber abgewendet und habe gesagt, das geht schon gut, hab keine Angst. Und das war dann auch richtig so. Würden Sie sagen, Ihre Mutter ist eine starke Frau? Ja. Guck mal, wie... So ja, rausgeschossen. Ja, also ja. Ich würde mich selbst als eigentlich gar nicht als stark so benennen, aber als ich sagte, ich gehe zu Kerner, wir gehen zu Kerner, ist das nicht schön? Ja, was für ein Thema? Starke Frau, bist du richtig, sagten die. Und ich selber denke das gar nicht so sehr. Aber ich glaube, dass ich, weil ich Schwäche zulassen kann, glaube ich, dass die Stärke ausmacht. Kann ja sein. Na, ist vermutlich mit Sicherheit so. Also ich merke das nicht, dass ich wusste nur immer, gewisse Dinge habe ich zu machen, die muss ich tun und ist doch besser, sie nicht wehleidig herum zu jammern, sondern zu machen. Wenn das dann brenzlig wird, dann bin ich schon vor der Situation, dann wird es mir schon noch früh genug kommen. Ihr Ja ist ja wie aus der Pistole geschossen gekommen. Woran machen Sie das fest, dass die Mama eine starke Frau ist? Also an mir mache ich es fest, dass ich weiß, egal was ist, ich würde immer als erstes zu meiner Mama rennen. Also ich habe immer noch das Gefühl, wie so ein kleines Kind, die Mama wird schon richten, wenn irgendwas ist. Also ich versuche natürlich, die Sachen alleine zu machen, aber wenn irgendwas ist, Konflikte, Situationen, Extremsachen, weiß ich, die Mama irgendwie... Ja, also es nimmt ab im Alter, aber es ist ja jetzt auch noch kein Alter. Also, und ich habe halt auch gesehen, mit was für Sachen sie belastbar ist und sie lässt es nicht raus vor uns Kindern. Also ich kenne sie inzwischen gut genug, ich weiß, wenn es ihr schlecht geht, aber sie lässt es nicht raus. Also ich weiß gar nicht, ob das eine Schwäche fasst, deine unglaubliche Stärke manchmal. Dass ich gesagt habe, also Stärke ist, glaube ich, eine Art, was sie sagte, so, sie war, bevor sie große Boxerin wurde, schon selbstbewusst. Das war ich nicht. Ich war immer selbstbewusst nicht so wie demütig dem anderen Menschen gegenüber. Und wir sind ja alles Menschen hier. Und die Demut zu zeigen, fand ich besser als zu sagen, guck mal, hier bin ich. Sondern ich bin immer auf die anderen zugegangen. Aber es ist ja kein Zeichen von Schwäche. Also Demut zeigen, eine gewisse Zurückhaltung muss ja nicht gleichzeitig... Heutzutage ist Demut zeigen oder diese Schwäche wird ein wenig belächelt. Also ich bin da schon ein bisschen ein Seelenwischiwaschi, was man so sagt. Finde ich ja nicht. Ich finde es mutig, dass du immer zu deinen Sachen gestanden bist. Ja, ich sage immer, wenn eine Situation kommt, die schwierig wird, so, erstmal aus dem Solarplexus, also aus dem Bauchgefühl, das bei mir erst reagiert, in den Kopf und dann... Kontrolle und positiv denken, obwohl man im Moment gar nicht dahinter stehen kann, gar nicht so positiv denken kann. Aber ich sage ja auch mal, lächeln Sie mal. Sie haben jetzt noch gar keine Lust zu lächeln, aber ich sage, lächeln Sie mal. Und dann lächeln Sie. Oder und das ist ein Zeichen von Disziplin, was Sie davon formulieren. Das würde ich sagen, das ist mein... Gibt es Dinge in Ihrem Leben, die Sie so stark gemacht haben oder die Sie stark gemacht haben, auch mit der Schwäche? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass ich... paar linke Haken, aber als Metapher gesehen, in meinem Leben gekriegt habe. Nur die sehe ich jetzt im Nachhinein als Lernstufen. Und ich habe sehr viel, also es fing ja an auf der Flucht aus dem Sudetenland nach Hause, nach Berlin. Da haben wir einige Situationen unterwegs gesehen. Also da habe ich auch schon dachte, mein Gott. Mit verhungernden Kindern links und rechts des ja, Weges. Ja, ja, aber eins bin ich ja ganz froh, dass eins... Für die Frau war es furchtbar, aber das eins nicht verhungert, nicht erdrückt war das Baby. Aber dadurch hat mein Bruder überlebt, weil die Frau die Milch hatte, die meine Mutter vor Schreck
und drei kleinen Kindern nicht gehabt hat. Das, ne? Das ist sozusagen ein linker Haken der Zeitgeschichte oder ja. der Nachkriegserlebnisse auf der Flucht. Was heißt Nachkrieg? Es muss ja Januar 1945, das sind die großen Fluchtgeschichten alle gewesen. Später im Leben als Jugendliche hat es auch. Als Jugendliche, ja, da war eins. Ich kann das sagen, ohne dass man es vielleicht als sensationell wirkend betrachtet. Mein erste Begegnung mit einem Mann war eine Vergewaltigung. Aber die habe ich auch irgendwie weggesteckt, sagen wir mal. Nicht wirklich, also es hat mich geprägt, aber es liegt in Schubladen in meinem Kopf abgelegt. Es ist abgelegt, abgehakt und nicht mehr nachdenken. Das Einzige, was vielleicht jetzt doch noch nachkommt, ist immer der trockene Mund danach. Ja, vielleicht kann das sein, ne? So, ja, das war das Erste und dann... Wie alt waren Sie? Das, wenn man berechnet mein Alter zurück, dann war das damals sehr früh. Also ich war, glaube ich, 16,5. Das waren andere Zeiten. Wie waren andere Zeiten. Sie, mit wem konnten Sie darüber reden? Mit keinem. Mit keinem. Ich habe dann drei Tage, konnte gar nicht reden. Ich habe drei Tage, war ich stumm. Bin trotzdem noch zur Schule gegangen, aber ich war stumm. Ich habe nichts gesagt. Und wenn heute etwas ist, und vielleicht ist das dann die Kontrolle im Kopf, dass ich, wenn mich etwas sehr bedrängt, ich stumm werde und dann in den Kopf bringe, Kontrolle, Disziplin, positiv, irgendetwas hat es auch was Gutes, weil auch gewisse Dinge, ja, so muss man das sehen. Es war schlimm. In dem Fall wird mir aber schwerfallen, aber ich meine, gut, nach was Gutem zu suchen im Bösen. Das Gute kann ja sein, dass ich ein Stück menschlicher noch geworden bin. Haben Sie mit Ihrer Mutti darüber geredet? Das war eine ganz enge Bezugsperson für Sie. Das war eine ganz enge Versuchsperson. Bezugsperson. Ja. Versuchsperson in dem Falle vielleicht auch. Die wurde es erst später. Das wurde sie erst später. Das heißt, das haben Sie nie besprochen mit ihr? Nein, im Gegenteil, sie hat, obwohl ich unaufgeklärt war, da müsste man aus. Ich wollte ja, als ich da loskam von denen. Was heißt von denen? Das waren mehrere? Drei wollten, aber einer hat es nur geschafft. Und dann habe ich gesagt, habe ich zu dem gesagt, wie komme ich hier raus? Die lassen mich dann nach Hause. Und er sagt, der erste Mann, der ist immer die große Liebe. Und dann haben die mich irgendwie gelassen oder so. Und dann bin ich in der U-Bahn und in die U-Bahn. Wie ich das geschafft, weiß ich auch nicht. Wollte dann mal rausspringen. Und da war einer in einem Abteil, was sonst so leer aussah. Einer war dabei, der hat mich zurückgeholt und blieb bei mir. Und ich habe das erzählt. Und dann sagt er so, und jetzt beim Umsteigen von Ruhlheim in den Bus, von der U-Bahn in den Bus, Mutter anrufen. Soll ein Bus kommen und sage ihm, Mama, bitte hol mich ab. Hier sagt einer, du musst mich abholen. Ich habe das erlebt und bring gleich eine Hebamme mit. Und dann hat sie gesagt, tut mir leid da oben. Das erzähle ich jetzt nur, weil das ist eins Schlechte ist von dir gewesen, dass er gesagt hat, du Flittchen. Das war das Erste. Und das fand ich... Nein, das fand ich nicht gut. Sie erfahren es ja nicht in der Sendung jetzt hier, Nicole. Doch, ich glaube. Ja? So. Nein, teilweise, darüber haben wir geredet. Teilweise, ja. Sie haben schon mal drüber gesprochen. Also das sind so intime Dinge, die möchte ich bestimmt nicht in der Öffentlichkeit verlieren. Das kann ich nicht. Also ich möchte dazu nicht sagen, ich kenne das Thema, ich rede mit der Mama auch drüber. Aber das kann ich nicht. Mir geht es insbesondere um das Verhältnis zu der Mutter, also zu ihrer Großmutter. Ja. Das ist ja sozusagen, das war ja eine Person, die ihr Leben auch geprägt hat. Ja. Sie haben sie ja bis zum Ende gepflegt, oder? Mit ihr gelebt und bis zum Ende gepflegt. Und auf diese Situation in Bezug auf Stärke und starke Frauen, da möchte ich eigentlich hinaus. Haben Sie sich diese Arbeit geteilt? Haben Sie gesagt, das ist unsere Familienaufgabe? Also erst hat natürlich die Mama die Omi gepflegt. Und irgendwann war dann klar, sie muss auf Tournee gehen. Und dann meinte sie zu mir, okay, jetzt... Wenn ich gehe, dann musst du das machen. Und ich hatte so Angst davor, ich habe wirklich gesagt, Mami, ich schaffe das nicht. Dann haben wir es probiert mit Krankenschwestern und die haben das alle nicht geschafft. Da sind uns ziemlich viele abgesprungen, die haben gesagt, das können sie nicht. Und die Omi wollte das auch nicht. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich damit anfangen musste. Und ich bin heute so dankbar, dass ich die Chance hatte, wirklich die Omi zu pflegen. Man fragt sich dann überhaupt nicht mehr, schaffe ich das oder nicht. Also die Stärke ist dann einfach da, man wächst auch damit. Und ich bin wirklich dankbar für die Chance, dass ich mit meiner Oma bis zum Schluss mitgehen konnte. Das ist eigentlich eine Chance gewesen. Sie hat so lieb gesagt, ich war ja nur vier Tage weg und sagt, Mama, lass sie los, hat sie am Abend zuvor gesagt, lass sie los. Sie mussten Theater spielen, oder? Ja. Sie konnten deshalb den Moment nicht da sein. Nee, und lass sie los, weil sie hat solche Schmerzen.
Sie konnte nicht gehen, lass sie los. Und dann haben wir getauscht. Also ein Stück Mutter ist in mich hinein. Und da sage ich, du brauchst keine Angst haben, ich komme ja mit ein Stück. Also die Hälfte von mir geht mit dir mit. Mhm. Und dann hat sie nachher ganz lieb gesagt, wann wird so ein Mensch steif? Sonst wäre die diesen Auto gesetzt und wäre die, hätte sie mir noch mal, damit ich sie noch mal sehe. Sag ich, um Gottes Willen. Nur die Sache, dass sie das überlegt hat, das fand ich ganz, ganz toll. Das finde ich so toll, dass sie überhaupt so toll ist und als Mensch und das manchmal ganz geschickt zu verbergen weiß. Haben Sie manchmal heute noch Kontakt mit Ihrer Oma? Oh Gott, ja, ich bin kein Tischerrückler, aber ich meine... Ich übrigens auch nicht, aber hier sitzen manchmal Menschen, die wirklich sagen, sowas gibt's. Es gibt ein Gefühl. Es gibt, ja, es ist so, ja, nicht der Geist von der Oma schwebt über der Familie. Einfach, was sie gemacht hat für die Familie, dieser Zusammenhalt, der da manchmal auseinanderbricht, die gemeinsam essen, wir machen es ja doch nicht. Dann kommt plötzlich meine Tochter und sagt, hey, im Sinne von Omi, sollten wir das nicht machen? Also einfach ihr Gedanke zum Leben, der schwebt noch mit... Dass wir manchmal Sachen besprechen, einfach durch den Geist von Omi geprägt, den sie uns. Also irgendwie ist sie manchmal noch gegenwärtig, sagen wir es so? Ist sie immer. Ach so, und nicht nur manchmal. Wir besprechen auch das Thema Tod nicht. Das ist so ein Thema, das haben wir in eine Schachtel gepackt, das steht auf dem Schrank. Also ich glaube, das kann auch keiner von uns. Weil es zu endgültig ist. Ja, es ist endlich, ja. Wer ist auf diese Idee mit dem Drei-Mädel-Haus gekommen? Mindestens Drei-Mädel-Haus. Und wie haben das hat sie sich ergeben. Und wie haben Sie es dann erlebt? Also die damals junge Mutter, die reifere Mutter mittlerweile. Ich war ja nicht von Anfang an, ich war ja viel bei der Omi, weil die Mami halt natürlich arbeiten musste, als mein Vater tot war. Das hat sich dann erst so aber später nach dem Tod von meinem Vater, also dem Mann, meine Mutter, da ist sie mit Nicole zu mir gekommen. Und dann waren wir natürlich Drei-Mädel-Haus, ja. Mhm. Mit ihrer Tochter später. Töchtern jetzt. Ja, jetzt. Aber die hat sie ja nicht mehr mitgekriegt. Nein. Die andere Tochter ist 18, 19? 18. 18. 18. Mhm. Ja. Ja. Und dann hat sich das einfach so ergeben? Es hat sich ergeben. Mhm. Und das Haus ist dafür geschaffen auch. Mhm. Ich meine, ich wohne in der Mitte. Ja. Meine beiden haben eine Wohnung unten und so. Ich bin immer begehbar. aber das jeder hat seine eigene Wohnung. Sagt man das nicht bei Kleiderschränken? So ein begehbarer Kleiderschrank? Naja, so eine Art Kleiderschrank ist man. Ich stelle jetzt mal ein bisschen ketzerische Frage. Ist in dem Haus kein Platz für Männer? Wir haben Tiere. Ja. Nee, dann ist ja gut. Das ist gut. Ja, sie hat zwei Katzen, ich habe drei Hunde. Und dann kommt von Bach her kommen die Enten rauf. Und im Moment haben wir überhaupt nicht überlegt, ob da jetzt noch ein Mann reinpasst. Es gab ja auch immer wieder Männer in dem Haus. Ja. Männliche Wesen. Ja. Keine weiteren Fragen. Nein. Ist da Platz für Männer? Wir haben doch Tiere. Gut, dann wäre das. Wir reden über starke Frauen und über Frauen auch, die Schwächen haben oder die sich mit Schwächen anderer Leute auseinandersetzen. Wenn Sie mit Harald Juhnke zusammengespielt haben, ein verrücktes Paar, was viele sehr lebhaft in Erinnerung haben, mussten Sie da manchmal die starke Frau sein oder die starke Schulter haben, die er brauchte, um sich anzulehnen? Ja, na nicht während des Drehens oder während der Proben. Da war er stark genug, das war ja seins. Aber da gab es eben zwischen... Ist wieder eine Situation, um Wasser zu trinken. Ja, dafür haben wir ja das Wasser. Ich nehme auch einen Schluck. Zwischen dem Menschen wieder und dem Ziel ziemlich gleich... kommt zum Panzer, wo er dann der war. Da war so ein Stückchen, was ich auch verbergen wollte. Da war ein Stück, das brauchte Menschen. Und zwar nicht Schauspielerin und nicht Journalismus oder nicht das und nicht das, sondern etwas, was von früher her nicht sein Wunsch, sondern seine Stufe war erst. Er ist dann losgegangen, aber das ist geblieben irgendwann und ist nie noch ein bisschen. Er brauchte was Geerdetes bestätigt. Oder was Verwurzeltes. Ja, so. Sie, die haben so gelacht über mich, dass ich so eine kleine Verrückte oder so, dass ich manchmal gependelt habe oder dass ich mich mit Hypnose beschäftigt habe und so. Ach, gependelt meinen Sie tatsächlich so? Ja.
Also doch hier Tische, Rücken, Stühle, Rückenblätter. Nö. Das kann ja, aber pendeln kann doch jeder. Bitte? Pendeln kann doch jeder. Ja, das muss aber nicht jeder dran glauben. Ach so. Das ist doch Energie. Ja. EEG sind die Ströme. Gehirnströme, das, ja. Das, ja, ein EKG sind auch Ströme. Und das, was man da hält und was dann dreht, das sind auch nur eine Art Energie. Das machen wir beim nächsten Mal. Pendeln war das alles. Ja, aber trotzdem, er wollte die, nicht die Schauspielerin oder nicht so, sondern den Menschen, den er... Ob er gut oder schlecht, ob er Karriere nach oben machte oder nach unten. Er wollte irgendwas Normales. Etwas Wertfreies, ja. Kannten Sie ihn eher barfuß oder eher Lackschuh? Eher würde ich dann weglassen. Ich würde sagen, ich kannte ihn barfuß. Eher barfuß und sehr viel Lackschuh. Aber ich kannte ihn auch barfuß. Und das war das Entscheidende? Das war das Entscheidende. Und es hat nichts mit Tischrücken zu tun, aber das Verständnis kam aus einem gewissen Geerdetsein. Ich wollte ja auch gar nicht drüber reden und sollte ja auch nicht, wollten wir eigentlich nicht. Und jetzt kommt das Frage. Ich habe eine weitere Frage noch, die muss ich unbedingt, weil das interessiert mich. Sie waren bei der Beerdigung nicht und Sie hätten ja sicherlich hingehen können, also eine Einladung gehabt oder so, also da teilnehmen. Sie wollten es nicht, weil Sie den Tag auf andere Weise ihm gewidmet haben. Ich habe den Tag, also kein Telefon, kein gar nichts. Mit meinen Tieren kann man reden, die sind, das war so, aber ich habe ihm den Tag geschenkt, habe... Da ich keine Platte von ihm besaß, habe ich Sinatra aufgelegt und habe die Kerze, die auch oft für ihn gebrannt hat. Er würde hier jetzt sagen, haha, stimmt ja gar nicht oder sowas. Ja, oder so. War ja wenig, war ja nur Spaß. Aber er selbst hat mehr daran geglaubt, als die anderen es denken. Und Sie haben die Kerze brennen lassen Kerze, für ihn? Die brennt Tag und Nacht, immer. Schon seit... Das ist nicht ungefährlich. Es ist geschützt. Ach so, okay. Da kann nichts passieren. Nachdem schon mal was passiert war, seitdem passiert nichts mehr. Seitdem passiert nichts mehr. Ja, also die, und da hat er gesagt, da hat er die ganze Kerze gekriegt und die geht ja über 3 Tage. Die ganze Kerze hat er nur für ihn. Und der Tag also war, wenn man nicht glauben kann, da habe ich nichts gesagt, nicht geredet, gar nichts und kein Telefon, kein gar nichts, nur Musik, die Kerze, an ihn gedacht und... Er hat es doch jetzt besser als die letzten 3 Jahre. Sie haben ihm das gewidmet. Ja. Ja, bitte. Ich fand, das war auch eine Art von Stärke, dass die Mami da nicht hingefahren ist. Sie hat gesagt, sie möchte es nicht. Das war klar, dass der Druck der Presse dann ist. Ja, warum geht sie jetzt da nicht hin? Ja. Und sie hat gesagt, nein, sie will im Stillen von ihm Abschied nehmen. Und auch genauso, wie es war, ich war ja auch zu Hause. Und dass sie das dann macht und sagt, es ist mir wurscht, ob was die Presse schreibt, ob ich jetzt da hingehe oder nicht. Für mich möchte ich das Ganze im Stillen begeben. Und ich möchte nicht mit diesen ganzen Menschen jetzt. Und ich hätte in Weiß gehen müssen, dass meine kleine Ader, buddhistische Ader dabei. Weil Sie in Weiß zur Beerdigung gehen. Und das hätte man wieder als Provokation. Ja, so dann hätten Sie erklären müssen, warum Sie in Weiß. Meine Mama ist ja ganz in, also die in weißen Sarg, weiße Blumen, wir waren alle in hell. Ja. Das nein, ist ja gar nicht wahr. Doch. Ja, um die Augen rum. Ja. Aber es war schön. Ja. Ich bedanke mich bei einem außerordentlich starken Frauenteam, das zu zweit hier war, aber teilweise auch mit Unterstützung von oben hier gesprochen hat. Ja. Mit der teilweise anwesenden Mama, das kann man sagen. Ja, haben Sie gesagt. Das ist richtig, teil. Vielen herzlichen Dank. Danke für den Besuch. Wenn für einen Film, für eine bedeutende Fernsehrolle eine in jeder Hinsicht starke Frau gesucht wird, dann fällt ganz schnell der Name Christine.